Ich heiße Mariam. Ich lebe in einem Dorf und bin 8 Jahre alt. Ich hasste die Schule. Ich hasste meine Eltern, weil sie mich immer schlugen. Meine Freunde mochten mich nicht und ließen mich nicht mitspielen. Deswegen hasste ich sie. Ich dachte, keiner liebt mich. Deshalb hasste ich alles um mich herum. Ich wünschte mir einen, der mich wirklich liebt. Ich hörte vom C4C-Programm in unserem Dorf. Durch C4C erfuhr ich, dass Jesus mich liebt und mein Leben verändern möchte. Wir lernten viele Jesuslieder. Ich sah großartige Theaterstücke und mochte das Basteln. Ich lernte viele Bibelverse auswendig, wie Liebe deine Feinde und bete für deine Verfolger, Matthäus 5, Vers 44. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich erlöst hast. Herr Jesus, ich liebe dich. C4C ist einer der Wege, Kinder im Mittleren Osten zu erreichen, vor allem in benachteiligten Gegenden und Gemeinden. Es basiert auf der Bibel und verbreitet sich schnell. Es begann im Jahr 2000 in Ägypten mit 7000 Kindern und erreicht jetzt 200.000 Kinder. Nicht nur in Ägypten, sondern auch in Syrien, Irak und Sudan. Durch verschiedene Aktivitäten lernen Kinder Jesus als persönlichen Retter kennen. Im C4C-Programm lernten Kinder neue Bibelgeschichten. Diese veränderten ihr Leben und ihr Verhalten zu Hause und in der Schule. Ich habe schlechte Dinge getan, aber mich verändert durch C4C. Ich lernte einen Bibelvers. Lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Schulung von C4C-Programmleitern zeigen, wie wir gezielt beten und das Programm mit Kindern anwenden können. Im C4C-Programm lernte ich viele gute Dinge, die zuerst mich berührten und dann das Herz der Kinder. Ich hoffe, wir machen weiter mit dem C4C-Programm für Kinder. C4C ist ein super Programm und Kinder lernen begeistert viele Dinge. Die Kinder bekommen ein in ihren Augen kostbares Geschenk. Ein Arbeitsheft, Liederkassetten, Bastelmaterial und ein T-Shirt. Jedes Paket kostet $3. Auf großen Kinderfesten wird die gute Nachricht von Jesus gefeiert. Etwa 2500 Kinder nehmen an dem Kinderfest teil und hören Gottes Wort. Die Kinder sind voll Freude, besonders wenn sie Jesus in ihr Herz aufnehmen.
Die Engel fordern auf, Jesus anzubeten. Ich will euch etwas Wichtiges sagen. Der Herr Jesus und seine Engel freuen sich jetzt, weil wir um Gottes Altar versammelt sind. Das C4C-Team betet darum, 220.000 Kinder im Jahr 2009 zu erreichen. Die Erde wird mit Erkenntnis der Ehre Gottes erfüllt sein, wie Wasser die Erde bedeckt. Das verändert die Herzen dieser Generation mit der Kraft des Wortes Gottes, um die Welt von morgen zu verändern.